Bonsoir, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Unsere Themen. Angst vor Schmerzen. Das Milliardengeschäft mit den Schmerzpillen. Auslandsadoption. Kinderglück mit Grenzen. Und TED Stories, wie ein Harvard-Professor den US-Wahlkampf aufmischt. Mehr als 150 Millionen Packungen freiverkäuflicher Schmerzmittel gehen in Deutschland und Frankreich jedes Jahr über den Apothekentresen. Man bekommt sie problemlos, ohne Rezept. Daraus müsste man schließen können, dass sie ungefährlich sind. Doch das ist keineswegs der Fall. Warum aber kann sie dann jeder so kaufen? Das waren die so einfachen wie fundamentalen Fragen von Judith Stein, als sie ihren Film begann. Um die Antwort zu finden, folgte sie dem Grundsatz des investigativen Journalismus seit Watergate. Follow the money, folge dem Geld. Alleine im Bereich der rezeptfreien Schmerzmittel wird jährlich mehr als eine halbe Milliarde Euro umgesetzt. Und so landete sie in einem Geflecht von Pharmaindustrie und Ärzten, in dem alle gewinnen, nur nicht der Patient. Hilfe mit einem Griff. Rezeptfreie Schmerzmittel. Jeder Haushalt ist bestens mit ihnen ausgestattet. Aber wissen wir auch, was wir da schlucken? Es entsteht ein erhöhtes Risiko für Geschwüre und Blutungen im Magen-Darm-Trakt. Herzanfälle, Herzinfarkt, Schlaganfälle. Das ist richtig krass. Nebenwirkungen werden ausgeblendet. Dabei warnen aber auch Experten vor manchen Wirkstoffen. Würde Paracetamol heute vor einer Zulassung stehen, dann würde es aufgrund des Profils und der Gefährdung, die von diesem Arzneimittel ausgehen, wahrscheinlich nicht mehr zugelassen werden. Freiverkäufliche Schmerzmittel. Wer sie zu häufig und zu lange schluckt, kann schwer erkranken. Ich habe der Tablette vertraut. Aber dass sie dabei meine Nieren zerstört hat, das habe ich nicht geglaubt. Alles andere als harmlos. Trotzdem werden rezeptfreie Schmerzmittel auch zunehmend im Freizeitsport konsumiert. Der Lauf dauert 4 Stunden und ich wusste nicht, ob ich durchhalte. Mit Schmerzmitteln wird viel Geld verdient. Ärzte machen Werbung dafür, worüber sie aber nicht reden wollen. Pillen gegen Schmerz sind ein Geschäft und zu unseren Begleitern geworden. In jeder Situation. Bei jedem Unwohlsein. Dass sie uns auch vergiften und töten können, wissen nur die wenigsten. Erfurt. Wie vermeintlich harmlose Tabletten Menschen krank machen können, erfahren wir bei Waltraud Eike. Früher leitete sie ein Institut für Fortbildung. Dann erkrankte ihr Mann an Krebs. Waltraud Eike wollte allem gerecht werden. Und ließ sich auch von starken Schmerzen nicht davon abhalten. Dann merkte ich aber, dass ich immer mal diese Schmerzen im Knie bekam. Und dann dachte ich, ach Gott, na ja, und dem Hausarzt mal gesagt, na ja, und der hatte mir dann Ibuprofen verschrieben. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich war immer agil, ich spürte nichts dabei, wenn ich die genommen hatte. Und so blieb es, dass ich manchmal morgens und dann auch am Nachmittag 2 Tabletten genommen habe. Das hat meinen Körper ansonsten, wie ich meinte, nicht belastet. 4 Tabletten à 400 Milligramm täglich. Das ist mehr als die empfohlene Tagesdosis bei Selbstmedikation. Waltraud Eike besorgte sich die Tabletten beim Apotheker 10 Jahre lang. Heute ist sie eine schwerkranke Frau. Ihre Knie kann sie inzwischen gar nicht mehr belasten. Zu ihrem Termin in der Klinik muss sie abgeholt werden. Er ist überlebenswichtig für sie. Denn Waltraud Eikes Nieren sind kaputt. 3-mal die Woche muss sie ins Erfurter Nierenzentrum zur Blutwäsche. Rund 5 Stunden dauert eine Dialysesitzung, um ihren Körper zu entgiften. Schuld ist die Tabletteneinnahme, die ich aber brauchte, um meiner damaligen Verpflichtung, Verantwortung gegenüber meinem Mann gerecht zu werden. Und da konnte ich nicht mich also hinsetzen, wenn der Schmerz kam, und mich ausruhen. Und da musste ich mich bewegen. Da musste ich agil sein. Und da hat mir die Tablette geholfen.
Aber dass sie dabei meine Nieren zerstört hat, das habe ich nicht geglaubt. Ich habe der Tablette vertraut, weil sie mir geholfen hat. Dialyse lebenslang, wegen freiverkäuflichen, vermeintlich harmlosen Schmerzmitteln. Dr. Christoph Haufe ist Waltraud Eickes Arzt und Nierenspezialist. Ihr Fall ist keine Seltenheit, auch wenn eine eindeutige Statistik über Schmerzmittel und Nierenschäden fehlt. Ich persönlich gehe von einer relativ großen Dunkelziffer aus, hinter der sich Patienten verbergen, die ohne Schmerzmittelgebrauch vielleicht nicht oder später Dialysepatienten geworden wären. Es ist ja auch die Frage, ob mein Patient mir das überhaupt berichtet. Das, was man sich frei verkäuflich selbst nur für vorübergehende Situationen, Bedarfssituationen gekauft hat, wobei eben dann der Bedarf manchmal über Jahre ist und gar nicht mehr als solcher wahrgenommen wird, das wird oft nicht berichtet. Das heißt also, wenn ein Patient mir von sich aus nicht erzählt, dass er über Jahre, wie Frau Eicke, Schmerzmittel eingenommen hat, dann ist für mich der Verdacht, dass es das sein könnte, schwierig zu stellen. Medikamente, die nicht als Medikamente wahrgenommen werden. Kein Wunder. Immerhin begleiten sie uns auch schon seit über 130 Jahren. Ärzte der berühmten Straßburger Universität suchen Ende des 19. Jahrhunderts nach einem Medikament gegen Würmer. Aufgrund einer Verwechslung der Arzneimittel wird Patienten versehentlich Acetanilid anstelle von Naphthalin gegeben. Die Würmer bleiben. Doch auf wundersame Weise geht das Fieber der Patienten zurück. Acetanilid hat eine chemische Struktur, die einem Abbauprodukt der Farbenindustrie ähnelt. Phenacetin. Das Interesse eines wichtigen Mannes wird geweckt. Karl Duisburg, der junge Forschungsleiter der Farbenfabrik Bayer in Leverkusen. Er bringt die erste Bayer-Arznei auf den Markt. Phenacetin ist 1887 als Fiebersenker und Schmerzmittel erfolgreich, obwohl der Stoff stark nierenschädigend ist. Anfang des 20. Jahrhunderts kommt das nächste Bayer-Medikament, Aspirin. Es wird mit Spots wie dem folgenden beworben. Doctors recommend aspirin to reduce this fever. Weltweit startet die Acetylsalicylsäure unter verschiedenen Namen voll durch. In Deutschland wird im Fernsehen zum Beispiel mit ihrer besonders schnellen Wirksamkeit geworben. Nein, Sie haben Mut, Professor. Ganz allein zum Mund. 6, 5, 4, 3, Rheuma. In den 50er Jahren wird in New York das alte Phenacetin zur Basis eines neuen Medikaments. Die Ärzte Bernard Brody und Julius Axelrod entdecken den Wirkstoff Paracetamol. Es ist verträglicher als Phenacetin und wird unter dem Markennamen Tylenol der Hauptkonkurrent von Aspirin in Amerika. Und wieder ist die schnelle Wirksamkeit des Schmerzmittels auch in der deutschen Werbung die wichtigste Botschaft. Bald schaltet den Schmerz ab. Schnell. Nach Paracetamol und Acetylsalicylsäure kommen noch Diclofenac und Ibuprofen auf den Markt. Letzteres soll als Wirkstoff besonders gut gegen Kopfschmerzen sein. Wenn Kopfschmerzen Sie quälen, hilft Dolormin extra, extra schnell. 7 der 10 meistverkauften Medikamente sind Schmerzmittel. Mit den frei verkäuflichen Pillen macht die Pharmaindustrie in Deutschland eine 500 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Mit Aspirin verdient sie seit gut 100 Jahren. Mit Paracetamol seit 60 Jahren. Diclofenac gibt es seit rund 50 und Ibuprofen seit etwa 40 Jahren. In Erlangen an der Universität sitzt Deutschlands bekanntester Kritiker des Geschäfts mit dem Schmerz. Der Pharmakologe Professor Kai Brune. Er warnt vor allem vor Paracetamol, dem populärsten Schmerzmittel der Deutschen. Paracetamol ist eine ganz besondere Substanz. Sie ist überall beliebt, aber sie ist ungewöhnlich gefährlich. Schon wenn man doppelt so viel davon einnimmt, als der Waschzettel erlaubt, ist man in der Gefahr, akut seine Leberfunktion total zu verlieren. Trotzdem, Paracetamol ist ein Verkaufsschlager, auch als Bestandteil vieler verschiedener Medikamente. Das Schlafmittel enthält Paracetamol und das Mittel gegen das Fieber enthält Paracetamol und das Grippemittel enthält Paracetamol. Und wenn jetzt jemand dummerweise zu all diesen Substanzen greift, im erlaubten Rahmen, aber aufaddierend, dann ist er ganz schnell über die von uns als
sich noch relativ sicher empfundene Schwelle von 4 Gramm pro Tag hinausgekommen und sieht sich vielleicht am nächsten Tag auf der Intensivstation seines Krankenhauses wieder. Erfurt. In der Gift-Notrufzentrale, einer von 7 in Deutschland, gehen täglich Anrufe von Menschen ein, die Schmerzmittel überdosiert haben. Die Pharmazeutin Anne Stürzebecher berät täglich schwere Fälle. Giftnotruf Erfurt, Stürzebecher, guten Tag. Paracetamol und Ibuprofen hat sie eingenommen. Und wann hat sie das genommen? Und wie alt und wie schwer ist die Frau? 26, 58 Kilo. Mit dem Rechner entscheidet sie über die Lebensgefahr. Die Medikamentenmenge wird pro Kilogramm Körpergewicht umgerechnet. Der Anrufer ist der Notarzt. Wahrscheinlich wollte sich die junge Frau das Leben nehmen, was ihr bei der Menge der Pillen auch durchaus hätte gelingen können. Das ist auf jeden Fall was in der Klinik überwacht werden sollte. Ja? Das Ibuprofen, das sind 8 Gramm insgesamt. Und man sagte mal, ab 6 bis 8 Gramm Einzeldosis kann das schon eine Nierenschädigung bis hin zum akuten Nierenversagen geben. Vergiftet mit rezeptfreien Schmerzmitteln. Die Patientin hat zusätzlich 7,5 Gramm Paracetamol geschluckt. Fast das Doppelte der empfohlenen Tageshöchstdosis. Das kann die Leber nachhaltig schädigen. Der Leiter der Giftnotrufzentrale, Dr. Helmut Henschel, notiert fast täglich einen Vergiftungsfall mit Paracetamol. Wenn ich Ihnen sage, wir haben über 300 Vergiftungsfälle pro Jahr, würde Paracetamol heute vor einer Zulassung stehen, dann würde es aufgrund des Profils und der Gefährdung, die von diesem Arzneimittel ausgehen, wahrscheinlich nicht mehr zugelassen werden. Arzneimittel verursachen jährlich 4000 Vergiftungen bundesweit. Davon stirbt nach Schätzungen die Hälfte der Betroffenen an Langzeitfolgen, an Magenblutungen, Nieren- und Leberversagen. Tod durch vermeintlich harmlose Pillen, die uns ja eigentlich helfen sollen. Der Schmerz passt nicht in unser Lebensgefühl, immer gut drauf zu sein, immer viel Spaß zu haben, immer Leistung zu bringen. Und wir versuchen, das eben auszublenden, indem wir Schmerzmittel nehmen, obwohl uns eigentlich bewusst sein sollte, dass wir hier an irgendeiner Stelle nicht mehr richtig funktionieren. Straßburg. Einmal im Jahr findet hier Schmerzbewältigung auf höchstem Niveau statt. Die Stadt im Elsass bereitet ihren Marathon vor. Im Freizeitsport sollen Schmerzmittel eine immer größere Rolle spielen. Auch prophylaktisch. Um Schmerzen gar nicht erst zuzulassen bei der ersehnten Topleistung. So, mir geht es in erster Linie darum, die Erfahrung zu machen. Vor allem weiter als 30 Kilometer zu laufen, weil das bekanntlichermaßen so der Punkt ist, wo es anfängt weh zu tun. Hatten Sie Schmerzen während des Trainings? Ja, eher Muskelschmerzen. Die Muskeln sind nicht so daran gewöhnt, zu stark belastet zu werden. Wir haben nie Schmerzen. Wir vergessen den Schmerz. Hast du schon mal Schmerzmittel genommen? Nee. Habt ihr schon mal während des Trainings oder vor dem Lauf Schmerzmittel genommen? Niemals? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ein Läufer kennt keinen Schmerz? Die Mainzer Sozialwissenschaftlerin Professor Antje Dresen hat etwas anderes herausgefunden. Wir haben all jene Athleten befragt, die nicht professionell, nicht in einem Kader über eine Lizenz Sport treiben. Also beispielsweise jene, die sich aus Eigeninitiative beim Marathon anmelden, beim Triathlon mal mitmachen, bei Volksläufen. Da ist erstaunlicherweise herausgekommen, dass mehr als die Hälfte aller Athletinnen und Athleten über unterschiedlichste Altersklassen zum Beispiel Schmerzmittel prophylaktisch vor dem Lauf, vor dem Rennen konsumieren und versuchen auf die Weise eine möglichst gute Bestzeit, eine persönliche Bestzeit, einen Vergleich mit anderen zu erreichen und gut abzuschneiden. Aber Schmerzmittel werden da häufig konsumiert, um Alarmsignale auch des Körpers zu unterdrücken. Die Untersuchungen der Mainzerin basieren auf anonymen Befragungen. Vielleicht eine Erklärung, warum vor unserer Kamera kein Läufer über Schmerzmittel reden wollte. Wobei, 2 tun es dann doch.
Ich nehme es ja nur beim Laufen und dann nur, weil ich glaube, jetzt hilft's. Da der Schmerz ja beim Laufen aber relativ groß ist, weiß ich nicht genau, welchen Einfluss das Aspirin jetzt hatte. Da ich nie Kopfweh habe, mein ganzes Leben noch nie, nehme ich auch daheim kein Aspirin. Also ich kenne es nur vom Laufen und da bilde ich mir ein, dass ich es brauche, manchmal. Sie haben Paracetamol genommen? Ja, nehme ich. Heute Morgen? Ja. Warum? Der Lauf dauert 4 Stunden und ich wusste nicht, ob ich durchhalte. Neun Uhr morgens. 42 Kilometer. Jeder Läufer träumt von einer Zeit unter 4, gar 3 Stunden. Marathon ist Höchstleistung. Alle, die hier antreten, mühen sich aus purem Spaß an der Qual. Dass möglicherweise über die Hälfte gezielt Pillen zur Schmerzvermeidung schlucken, hätten auch die Wissenschaftler nicht erwartet. Wir waren überrascht, dass es in dieser Häufigkeit so ein Thema ist. Ne? Beim Spitzensport kann man durchaus ein paar Gründe eruieren. Die sind von Zwängen abhängig, die müssen Sponsorenzwecke erfüllen, die müssen Gelder akquirieren, da geht es um eine berufliche Existenz. Freizeitsportler sind in dieser zweckorientierten, siegesorientierten Gemeinschaft gar nicht so in ihrer Rolle als Athlet gefordert. Ganz in der Nähe der Marathonstrecke in Straßburg-Ortenau kümmert sich die Apothekerin Anne-Sophie Schneegans um die Probleme ihrer Kunden. Grundsätzlich sind die Vorlieben von Franzosen und Deutschen in Sachen Schmerzmittel ganz ähnlich. Paracetamol ist der Favorit, gefolgt von Ibuprofen. Generell greifen ja die Menschen schneller zu Schmerzmitteln, bei dem kleinsten Schmerz. Beim ersten kleinen Unbehagen, ohne abzuwarten, ob es vorbeigeht. Oder bei den ersten Anzeichen von Fieber. Sie nehmen dann schnell Paracetamol oder Ibuprofen. Das ist völlig normal geworden. Das freiverkäufliche Schmerzmittelangebot ist in Frankreich wie in Deutschland dasselbe. Um vor übermäßigem Gebrauch zu warnen, können Apotheker in Frankreich Broschüren verteilen, wo etwa Paracetamol-Konsumenten auf die Gefahr von Leberschäden hingewiesen werden. Wer die Broschüre bekommt, entscheidet die Apothekerin. Wenn wir merken, dass ein Kunde sich überhaupt keine Gedanken über die Dosierung macht, dann geben wir ihm eine Broschüre, damit er Zeit hat, sich damit zu befassen und zu erkennen, dass man diese Wirkstoffe nicht zu häufig konsumieren darf. Halbzeit beim Straßburger Marathon. Neben der Rennstrecke werden schon jetzt die versorgt, die bereits nach 1, 2 Stunden am Ende waren, ganz ohne Schmerzmittel. Eine willkommene Praxisstunde für die Studenten einer Physiotherapieschule. Während die Lahmgelaufenen im Minutentakt versorgt werden, kommen die Zähen ins Ziel. Die Marathon-Bestzeit heute liegt bei 2 Stunden 35 Minuten. Den jungen Mann mit der Paracetamol davor treffen wir nicht wieder. Dafür den Deutschen mit der Pille im Laufgepäck. Bei Kilometer 20 habe ich ein Aspirin genommen. Aber wahrscheinlich rein prophylaktisch. Ich dachte, vielleicht ist es noch leicht. Es war leicht. Ich hatte keine Schmerzen, keine Probleme. Aber ich habe gedacht, macht mich vielleicht noch schneller. Bis zur Ziellinie pumpen Herz und Lunge auf Hochtouren. Jedes Kniegelenk wurde mit 5000 Tonnen belastet. Beim Ruhrmarathon 2008 starben 2 Teilnehmer an Herzinfarkt. Medikamente, die zusätzlich eingenommen werden, helfen zwar einerseits gegen Schmerzen, andererseits. Gerade eine Belastungsgrenze, da sollte ich eigentlich nicht drüber hinausgehen. Und wenn dann jemand sich entscheidet, ich nehme prophylaktisch Schmerzmittel ein, dann kann es durchaus sein, dass er damit auch die eigentlich natürlichen und wichtigen Alarmsignale des Körpers reduziert und minimiert. Und das kann einige Gefahren mit sich bringen. Schmerzmittel haben sowieso schon Effekte auch auf die Magenschleimhaut, der in solchen hohen körperlichen Belastungsregionen schon beansprucht ist. Da wird die Verdauung eher runtergefahren, weil es darum geht, Leistung zu bringen. Da kann es durchaus sein, dass sich es aufs Herz-Kreislauf-System auswirkt, auf die Niere, auf die Leber. Da können durchaus auch Langzeitschäden, wie es bei vielen Medikamenten der Fall ist, entstehen.
Das Glück am Ende des Marathons. Man hat ihn bewältigt. Und Gold gibt's auch noch. Für jeden Teilnehmer. Zurück in Erfurt. Bei einer Frau, die aufgrund von Schmerzmitteln beinahe gestorben wäre. Im Dialysezentrum wartet Waltraud Eike darauf, dass ihre Blutwäsche zu Ende ist. Weil ihre Knie schmerzten, nahm sie jahrelang in Selbstmedikation täglich Ibuprofen und hat deswegen heute funktionsunfähige Nieren. So sieht eine gesunde Niere im Ultraschall aus. Eine feste Form. Waltraud Eikes Organ ist kleiner, die Nierenform kaum zu erkennen. Sogenannte Analgetika-Nieren schrumpfen, das Gewebe stirbt ab. Da ihre Nieren nicht mehr arbeiten und kaum Urin ausscheiden, wird bei der Blutreinigung Waltraud Eikes Körper auch Wasser entzogen. Deshalb darf sie pro Tag nur einen halben Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich bin für 4,5 Stunden angemeldet. Im Schnitt manchmal, wenn ich nicht diszipliniert genug war, weil ja Wochenende ist ja immer, dass du doch mal einen Schluck mehr trinkst, nicht? Und mit den 500 Millilitern, das ist ja wirklich was Sträfliches, was man da erleben muss, gell? Aber es ist nun mal nicht anders. Und damit bin ich auch bedient. Ich kann es nicht ändern. Waltraud Eike ist eine gebildete Frau. Sie hat sich nur nie für die Nebenwirkungen von Ibuprofen interessiert. Damit ist sie eine von vielen. Ihr Arzt Dr. Christoph Haufe würde am liebsten ein neues Schulfach einführen. In diesem ganzen Komplex Gesundheit, Gesundheitserziehung wäre sicher auch Platz einmal für eine Darstellung des Gesundheitswesens, wie es funktioniert, auch damit auch die Darstellung der rezeptfreien Medikamente beispielsweise und eine Vermittlung des Wissens darüber, an welcher Stelle Vorsicht geboten ist. Der Ansatz in der Schule wäre sicher der beste Ansatz, den man finden könnte. Die Pille gegen den Schmerz. Sie ist zur Gewohnheit geworden, ohne dass wir gelernt haben, was wirklich in ihr steckt. Auch für die junge Zielgruppe sind Schmerztabletten ein Thema. Eines, das sie sogar zu Spaßvideos animiert. Miri und Julia aus München haben dieses Video im Netz gefunden. Es geht um die Pille nach dem Kater. Das Video spiegelt nicht Miris und Julias Einstellung wider, wobei auch ihnen Schmerzmittel nicht unbekannt sind. Durch die Schule, also durch den Stress, habe ich starke Kopfschmerzen, eigentlich so fast jeden Tag. Ich versuche, dass ich nicht immer eine Schmerztablette nehme, aber meistens muss ich es machen, weil ich muss mich auch dann jetzt gerade im Klausurenblock, wenn ich mich auf die Klausuren vorbereiten muss, kann ich nicht mit Kopfschmerzen lernen und deswegen greife ich dann schon meistens zu Ibuprofen oder so. Und auch zum Beispiel eine Freundin von mir hat in ihrem Geldbeutel immer was dabei. Also wir sagen schon immer wandelnde Apotheke zu ihr, weil die für alles immer was dabei hat und auch immer eine Schmerztablette. Wir bitten die Mädchen für uns, in den Beipackzetteln der gängigen rezeptfreien Schmerzmittel nachzuschauen. Nehmen Sie Ibuhexal auf 400, ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht länger als 4 Tage ein. Das gilt übrigens für alle frei verkäuflichen Schmerzmittel. Sie sollten nicht länger als 3 oder 4 Tage hintereinander eingenommen werden. Ich glaube halt auch nicht, dass sich die meisten Leute so eine Mühe machen und das dann alles durchlesen. Mhm. Also ich habe es mir auch noch nie durchgelesen. Es entsteht ein erhöhtes Risiko für Geschwüre und Blutungen im Magen-Darm-Trakt. Versteht man die Hälfte überhaupt nicht. Ja, bei mir ist noch mal allergische Reaktionen in Form von einfachem Hautausschlag, Schwellungen von Gesicht, Zunge und Kehlkopf. Also dann sind auch noch erhöhte Risiken für Herzanfälle, Herzinfarkt, Schlaganfälle, psychotische Reaktionen, sogar Depressionen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist richtig krass. Julia, und du nimmst es regelmäßig? Ja, schon. Das ist sehr erschreckend. Kaum einer liest das Kleingedruckte. Welche Informationen gibt es eigentlich beim Kauf in Apotheken? Noch dazu, wenn es sich um Jugendliche handelt. Wir statten Miri und Julia mit einer versteckten Kamera aus, wollen wissen, wie gut die Mädchen beim Kauf rezeptfreier Schmerzmittel beraten werden. Apotheker sind laut der Apothekenbetriebsordnung dazu verpflichtet, die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten. Heißt,
den Kunden über mögliche Gefahren eines Medikaments aufzuklären. Wir besuchen 6 Apotheken und fragen nach unterschiedlichen Schmerzmitteln. Eine Packung Ibuprofen, bitte. Ich hätte gerne eine Paracetamol. In 4 Apotheken werden die Mädchen darauf hingewiesen, wie viele Tabletten sie pro Tag nehmen sollen, aber nicht wie lange. Und 2-mal bekommen sie gar keine Beratung. Da klinken wir uns ein und fragen, warum es keine Aufklärung gab. Wenn einem keine Fragen im Gesicht stehen, dann... Die meisten haben ja auch nicht so viel Zeit. Die wollen einfach nur nehmen und wieder raus. Ich habe draußen noch ein Kamerateam. Darf ich mit Ihnen ein kurzes Interview führen? Oh, nee. Keiner der Apotheker will mit uns reden. Strafrechtlich hat die unterlassene Beratung übrigens keine Konsequenzen. Doch bei Miri und Julia löst der lockere Umgang der Apotheker dann doch Befremden aus. Es widerspricht sich so ein bisschen, dass wir uns Alkohol kaufen dürfen, aber nicht den harten Alkohol, aber uns Schmerztabletten schon besorgen dürfen. Und das ist ja auch was Hartes eigentlich, also mit den Nebenwirkungen. Schmerzmittel sind frei zugänglich, für jedermann. Und sie dürfen beworben werden. Kinder und Jugendliche stoßen überall auf sie, auch in Zeitschriften. Typisch ist zum Beispiel auch diese ganzseitige Anzeige in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin. Im Stil eines journalistischen Artikels informiert die Initiative Schmerzlos darüber, dass Schmerzmittel wie Ibuprofen bei Jugendlichen zu zögerlich zum Einsatz kommen. Es wird behauptet, dass deutsche Eltern besonders große Sorgen um mögliche Nebenwirkungen hätten. Wer steckt hinter dieser verdeckten PR? In diesem Fall offensichtlich für den Wirkstoff Ibuprofen. Ein Blick auf die im Text als Beleg zitierten Studien macht deutlich, praktisch alle wurden von Reckitt Benckiser, kurz RB, in Auftrag gegeben. Wer ist Reckitt Benckiser? Ein internationales Pharmaunternehmen, Hersteller der bekannten Ibuprofen-Arznei Nurofen, ein Schmerzmittel für die ganze Familie. Wir stellen fest, Nurofen und die Initiative Schmerzlos präsentieren sich fast identisch. Kein Wunder, denn hinter der Initiative Schmerzlos steckt Reckitt Benckiser. Aufklärung oder Marketing? 3 angesehene Schmerzmediziner unterstützen die Initiative als Berater und geben der Kampagne mit ihrem guten Namen einen seriösen Anstrich. Mit dabei ein Professor Dr. Dr. Stefan Evers. Er hat praktischerweise für die Reckitt Benckiser Anzeige auch gleich die passenden Studien parat. Nur eine Studie scheint weder mit der Pharmafirma noch ihrem Experten zu tun zu haben. Die Kopfschmerzstudie der Uni Greifswald aus dem Jahr 2005 von Dr. Konstanze Fendrich. Ein Ergebnis? Kopfschmerz zählt bei Jugendlichen zu den häufigsten körperlichen Beschwerden. Aber rät die Studie auch zur Einnahme von mehr Medikamenten? Im Gegenteil. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen würden frei verkäufliche Medikamente nehmen. Bedenklich, resümiert die Studienleiterin. Wir schreiben sie an, wollen wissen, warum ihre Studie ausgerechnet in einer Anzeige für Schmerzmittel auftaucht. Denn hinter der Werbeanzeige steckt die Pharmafirma Reckitt Benckiser, die den Wirkstoff Ibuprofen unter dem Namen Nurofen niedriger dosiert vermarktet und mit einer Sondermedikation speziell für Kinder und Jugendliche wirbt. Anni ist jetzt einfach kein Kind mehr. Wenn sie Schmerzen hat, möchte ich schon wissen, dass ich das Richtige tue. Wenn Mädchen und Jungen älter werden, verändern sich auch ihre Schmerzen. Nurofen für Jugendliche zergeht auf der Zunge und ist altersgerecht dosiert. Eigentlich ist es nichts Spezielles, weil man kann auch eine Ibuprofen einfach teilen, eine 400er, dann hat man auch eine 200er. Also ist es eigentlich egal, es ist nichts Besonderes. Cleveres Marketing, findet auch die Studienleiterin Dr. Konstanze Fendrich, die uns inzwischen geantwortet hat. Dass ihre Studie zu Werbezwecken gebraucht wird, wusste sie nicht. Sie kennt die PR-Werbekampagne von Reckitt Benckiser nicht einmal. Vor die Kamera will sie nicht, schreibt uns aber, sie wünsche sich, Zitat Dr. Fendrich, dass man einen ähnlichen Werbeetat und entsprechende Möglichkeiten hätte, um den offenbar effektiven Strategien der Industrie etwas entgegensetzen zu können. Die Verflechtung von Medizin und Pharmaindustrie. Am Stadtrand von Hamm wird dagegen gekämpft.
Mezis steht für Mein Essen zahle ich selbst. Dr. Christiane Fischer vertritt diese Vereinigung unbestechlicher Ärzte. Mezis wehrt sich dagegen, dass Medizinerkollegen für die Pharmaindustrie Werbung machen. Man muss Werbung strikt von Informationen trennen. Werbung zielt darauf, ein Produkt zu vermarkten. Die Initiative, die Sie angesprochen haben, zielt darauf, das sagt sie auch selbst, wenn man sich mal in die Tiefen der Homepage vorarbeitet, ihre Produkte zu vermarkten. Zum Beispiel Ibuprofen als Produkt Nurofen. Dieses einen Markt dafür zu setzen, dass die Leute es selbst kaufen und selbst anwenden. Und dieser Markt wird kreiert, er wird geschaffen. Und das ist keine echte Information. Ich würde eher sagen, hier wird geschickt Werbung mit ein wenig Information oder Pseudoinformation vermischt, um einen Markt zu kreieren. Ärzte spielen dabei eine wichtige Rolle. Kein Wunder, dass die Pharmaindustrie sie mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt. Es fängt natürlich bei kleinen Geschenken an, die Freundschaft erhalten. Also wo man denkt, ja, also ein Kugelschreiber, der macht doch nichts. Es gibt aber zig Studien, die belegen, doch, er macht genau was. Also tatsächlich hat es eine Wirkung. Warum sollten Sie auch sonst was verschenken? Das tun Sie ja nicht aus gutem Herzen, sondern um damit ein Ziel zu erreichen. Oder wenn Essen bezahlt werden für eine Praxis oder für ein Krankenhaus. Das hat genau die Wirkung, dass bestimmte Medikamente mehr verordnet und andere eben weniger verordnet werden. Ärzte und Pharmaindustrie. Eine unheilige Allianz? Wir fliegen nach New York. Dort sind wir verabredet mit ProPublica, einer Online-Redaktion für investigativen Journalismus. In den USA ist gerade ein Gesetz in Kraft getreten, das der Pharmaindustrie vorschreibt, jede Zahlung an Ärzte offenzulegen. Eine Maßnahme, die vor allem auf Druck der Öffentlichkeit zustande gekommen ist. Das Ganze geht von hier aus. Mitten im Finanzdistrikt sitzt ProPublica. Journalisten, die von einer Stiftung finanziert werden. Die Pulitzer-Preisträgerin Tracy Weber hat die engen Verflechtungen zwischen Ärzten und der Pharmaindustrie aufgedeckt. Als die Regierung einigen Pharmaunternehmen vorgeworfen hat, ihre Medikamente gezielt über medizinisches Personal zu vermarkten, lenkten die Unternehmen ein und veröffentlichten die Identität der Ärzte und Pfleger, die man dafür bezahlt hatte, gewisse Medikamente zu empfehlen. Doch die Informationen auf ihren Internetseiten waren viel zu kompliziert. Es gab keine richtigen Suchfunktionen. Man konnte nicht gezielt danach suchen, wer Geld bekommen hatte. In unserer Datenbank Dollars for Docs haben wir die Informationen über Zahlungen von 17 verschiedenen Pharmaunternehmen zusammengefasst. Insgesamt sind es 4 Milliarden Dollar. Wir hätten anfangs nie gedacht, dass das so viel ist. Wir waren schockiert. Tracy Weber entdeckte wahre Spitzenverdiener, wie diesen Arzt aus Nashville. Der Psychiater hat pro Jahr allein für Beratung und Vorträge von verschiedenen Firmen insgesamt bis zu 1 Million Dollar verdient. Die Journalisten wollten aber auch wissen, was diese Infos für Patienten bedeuten und untersuchten einen möglichen Zusammenhang zwischen Pharmahonoraren und Verschreibungen. Bei manchen Medikamenten entdeckten wir, dass von den 20 Ärzten, die sie am häufigsten verschrieben, 17 von der Pharmaindustrie bezahlt wurden. Das ist gut zu wissen. So kann der Patient beispielsweise zu seinem Arzt gehen und sagen, dieses Medikament ist für Menschen mit einem schweren Herzleiden. Warum haben Sie mir das verschrieben? Haben vielleicht Ihre Zahlungen vom Pharmakonzern etwas damit zu tun? In Amerika können sich Patienten über mögliche Abhängigkeiten ihrer Ärzte informieren. Und in Deutschland? Zurück in Hamm bei der Pharmakritikerin Dr. Christiane Fischer. Hierzulande müssen Pharmafirmen ihre Geldflüsse an Ärzte nicht veröffentlichen. Der Ruf nach mehr Transparenz macht allerdings auch hier vor der Pharmaindustrie nicht Halt. Hier sind indirekte Geldflüsse. Also zum Beispiel die Firma beauftragt die Expertin, sogenannten Expertin, mit einer Studie und bezahlt diese Studie. Das ist zwar illegitim, aber legal. Das ist also, Transparency International nennt das legalisierte Korruption. Das heißt, oder es wird ein
horrendes Honorar dafür bezahlt, dass jemand einen Vortrag hält bei einer firmengesponserten sogenannten Fortbildung. Wir sehen uns noch einmal die verdeckte Werbeanzeige für das Reckitt-Benckiser-Präparat Nurofen an. Das Gesicht der Kampagne ist Professor Stefan Evers, ein renommierter Neurologe und Chefarzt einer Klinik. Wir wollen wissen, wie viel bekommt er dafür, dass er Werbung für das Pharmaunternehmen Reckitt-Benckiser macht. Genau das fragen wir bei ihm persönlich nach. Wir sind gespannt, was er uns antworten wird und recherchieren weiter. Wir entdecken ihn als Experten im Fernsehen. Bis 2013 beantwortet er mehrfach Fragen zu Migräne und Kopfschmerzen allgemein. Bei uns ist Professor Stefan Evers und Experte Neurologe, Chefarzt. Professor Stefan Evers hat also nichts gegen Öffentlichkeit. Allerdings nicht bei jedem Thema. Er antwortet uns schriftlich, dass er grundsätzlich keine TV-Interviews gibt. Und zur Honorarfrage meint er, Zitat, Fragen zu meinen persönlichen Verhältnissen beantworte ich in diesen Zusammenhängen grundsätzlich nicht. Frankfurt. Hier findet einmal pro Jahr eine Veranstaltung zum Thema Schmerz statt. Der Schmerz- und Palliativtag. Ein Treffen von Industrie und Experten, die sich zu den neuesten Erkenntnissen über die Behandlung von Schmerzen austauschen. Auch Professor Stefan Evers hält hier ein sogenanntes Lunch-Seminar ab. Titel: Fokus Schmerz im Kindes- und Jugendalter. Wir nutzen die Chance und sprechen ihn nochmal persönlich an. Doch auch diesmal will er mit uns kein Interview führen. Ein paar Fragen stellen wir ihm trotzdem. Ich habe hier Daten vorgetragen. Aber können Sie die unabhängig vortragen über den Schmerzmittelgebrauch, wenn Sie selbst auf der Payroll der Schmerzmittelhersteller stehen? Ich stehe nicht auf der Payroll einer Schmerzmittelfirma. Also Sie arbeiten ehrenamtlich für die Schmerzmittelhersteller? Jetzt geht das schon wieder los. Nein, das ist doch nur eine Frage. Die ich Ihnen nicht beantworte. Da finde ich es problematisch, wenn ein Fachmann wie Sie sich in einer Anzeige zur Verfügung stellt, die offensichtlich darauf abzielt, mehr Schmerzmittel unters Volk zu bringen. Das wollten wir nur klären. Das werden Sie nicht klären. Sie werden eh bringen, was Sie wollen. Sie haben ja mit Ihrer Frage schon formuliert, was Sie glauben, wie es ist. Da werde ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Laut Veranstalter wurde der Vortrag von Reckitt-Benckiser finanziert. Kein Wunder also, dass während des Vortrags Faltblätter zur Initiative Schmerzlos verteilt wurden. Natürlich haben wir auch bei der Pharmafirma Reckitt-Benckiser selbst nachgefragt, welche Rolle ein Experte wie Stefan Evers spielt und ob und wie viel er dafür bekommt. Und das erhalten wir zur Antwort. Zitat: Professor Evers erhält für seine Unterstützung lediglich eine Aufwandsentschädigung. Er erhält keine Forschungsaufträge von RB. Auf die wissenschaftliche Arbeit von Professor Evers nehmen weder RB noch die Initiative Einfluss. Keine Forschungsaufträge? Wenigstens einmal hat Stefan Evers eine Studie im Auftrag von Reckitt-Benckiser durchgeführt. Nachzulesen in der Anzeige der Initiative Schmerzlos. Und wir entdecken ihn auch noch in einer weiteren Studie von Reckitt-Benckiser. Ein amerikanischer Mitarbeiter an dieser Studie gewährt uns einen Einblick in seine Aufwandsentschädigung. Er erhält 20.000 Pfund, knapp 30.000 Euro. Die Spur des Geldes im Pharmageschäft. Es gibt kein Gesetz wie in Amerika, das den Firmen oder Ärzten gebietet, ihre Zahlungen offenzulegen. Aber immerhin gibt es seit neuestem eine Selbstverpflichtung der Pharmaindustrie, Sponsoring von Veranstaltungen wie dieser zu offenbaren. Freiwillig. Kontrollieren kann das niemand. Zahlungen an Ärzte bleiben nach wie vor im Dunkeln. Dass es bei dem Zusammenspiel Industrie-Arzt nicht immer vordergründig um das Wohl der Patienten geht, liegt für die Pharmakritikerin Dr. Christiane Fischer auf der Hand. Die Produkte werden dafür eingesetzt, einen möglichst lukrativen Markt zu kreieren. Also zum Beispiel den Markt an Schmerzmitteln, in dem Fall bei Reckitt-Benckiser, zu verstärken. Das heißt, dass immer mehr Jugendliche, Kinder und auch Erwachsene Schmerzmittel einnehmen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, Schmerzen zu bekämpfen. Das wäre das medizinische Ziel. Das ist aber zum Beispiel durch Bewegung oder durch Sport viel besser zu erreichen. Wir brauchen in bestimmten Situationen sehr wohl Schmerzmittel. Aber wir brauchen keine Firma, die einen Markt dafür kreiert. Zurück in New York. In Amerika gibt es ein gutes Beispiel dafür, wie gefährlich dieses gezielte Kreieren eines Marktes werden kann.
Der 22-jährige Peter hatte bis vor 3 Jahren einen Job, eine Wohnung, eine Freundin. Dann wurde er an der Leiste operiert und brauchte ein Schmerzmittel. Mit 18 oder 19 bin ich operiert worden. Mein Arzt verschrieb mir Opiate. Damit hat alles angefangen. Ich habe angefangen, die Medikamente zu missbrauchen. Das Phoenix House, Central Park West in New York. Eine der größten amerikanischen Institutionen für den Kampf gegen Drogenabhängigkeit. Der medizinische Leiter Stephen Margolis sieht einen ganz konkreten Zusammenhang zwischen Pharma-Marketing, verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln und Abhängigkeit. Untersuchungen zeigen, Mitte der 1990er Jahre gab es eine große Kampagne für Opiate. Ärzten wurde empfohlen, sie als Schmerzmittel zu verschreiben. In Krankenhäusern gab es eine kleine Skala, anhand derer Schmerzpatienten nach der Stärke ihrer Schmerzen befragt wurden. Man sagte den Ärzten, sie würden Schmerzen zu wenig behandeln und versorgte sie zunehmend mit Opiaten. Das Ergebnis war, dass die Menge an verschriebenen Schmerzmitteln deutlich anstieg. Unglaublich. Aber aus Sicht der Pharmaindustrie eine erfolgreiche Marketingmaßnahme. Denn US-Ärzte begannen, Opiate sogar für nicht so heftige Schmerzen zu verschreiben. Noch heute sind Opiate in den USA unter den meistverschriebenen Medikamenten. Opiate wirken wie Heroin. Die Suchtgefahr ist groß. Peter erinnert sich immer noch gut an den Kick des Medikaments. Ich mochte das Gefühl. Irgendwie hat es mir gefallen, also habe ich immer mehr davon genommen. Ich bin zum Arzt gegangen und habe mehr verlangt. Irgendwann habe ich begonnen, sie illegal auf der Straße zu kaufen. Von da an ging es rapide bergab. Wie viele andere rutschte auch Peter in die Heroinsucht. Auf der Straße kostet eine opiathaltige Pille bis zu $50. Heroin für den gleichen Kick wenige Dollar. Parallel dazu sah man einen Anstieg an Heroinabhängigen und Drogenopfern. Früher war Heroin ein Problem in den Städten. Jetzt hat man die Drogen in die Vororte gebracht, zu den Leuten nach Hause. Früher war Heroinsucht dort kein Thema. Jetzt hat sich das geändert. Wir befinden uns mitten in der wahrscheinlich schlimmsten Drogenepidemie der Vereinigten Staaten, vielleicht der ganzen Welt. Nie war die Anzahl an Todesopfern größer. Man kann das alles zurückverfolgen bis in die 1990er Jahre, als diese Schmerzmittel vermarktet wurden und plötzlich verfügbar waren. Die Leute hatten leichter Zugang zu ihnen und haben begonnen, sie einzunehmen. Peter ist heute clean, nach 2 Jahren Heroinsucht, die mit einem Arztbesuch begonnen hat. Man geht zu einem Arzt, weil man gesundheitliche Probleme hat. Man sollte ihm vertrauen können. Sie haben die Ausbildung und wissen mehr über Medizin als man selbst. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als ihnen zu vertrauen. Auch in Deutschland nehmen Opiatverschreibungen zu. Experten warnen vor den Folgen. Doch noch immer werden 80% aller Opiate weltweit in den USA konsumiert. Vielleicht ist das Pillenmarketing der Industrie hier, im Mutterland der Werbung, einfach auf einen besonders fruchtbaren Boden gefallen. Rezeptfreie Schmerzmittel wie Paracetamol, alias Tylenol oder Ibuprofen können im Drugstore wie Süßigkeiten aus dem Regal herausgekauft werden. Für einen geringen Preis kaufen wir ca. 1100 Pillen gegen Schmerzen auf einmal für umgerechnet 44 Euro. In den USA sterben jährlich 450 Menschen an einer Überdosierung nur mit Paracetamol. Daher tragen Packungen seit 2013 Warnhinweise. Das reicht nicht aus, meint die Medizinjournalistin Tracy Weber. Patienten gewöhnen sich daran. Sie denken, sie können das einfach immer weiternehmen. Sie denken, wer stirbt schon durch Paracetamol oder Ibuprofen? Sie nehmen diese Sachen regelmäßig, weil sie zum Beispiel Knieschmerzen haben.
Nur wenigen Leuten ist bewusst, was in diesen Medikamenten drin ist. Vor allem, wenn man nur selten Zeitung liest und medizinischen Studien keine Beachtung schenkt. Diese Medikamente sind überall. Es gibt sie in Raststätten, Supermärkten, auf dem Flughafen. Man denkt sich, ich habe Kopfweh, ich nehme das jetzt. In unserem Einkauf eine Großpackung Paracetamol. Insgesamt 50 Gramm Wirkstoff. Bei mehr als 7 Gramm kann die Leber versagen. Es besteht akute Lebensgefahr. Zurück in Deutschland. Auch hier weiß man um die Gefahr der Überdosierung von Paracetamol. Allerdings hält man sich nicht mit Warnhinweisen auf. Seit 2009 gibt es in deutschen Apotheken frei verkäuflich nur noch kleinere Packungen. Zu je 10 Gramm Paracetamol. Auch in Frankreich sollen die Kunden so den sorgfältigeren Umgang mit rezeptfreien Schmerzmitteln lernen. Hier gibt es Paracetamol-Packungen mit nur noch je 8 Gramm zu kaufen. Zurück in Erfurt bei der Giftnotrufzentrale. Der Leiter Dr. Helmut Henschel und seine Beraterinnen haben beinahe täglich mit einer schweren Paracetamol-Vergiftung zu tun. Trotz kleinerer Packungsgrößen. Hier behandeln sie rund 300 Vergiftungen pro Jahr. Aus Erfurter Sicht müsste der Gesetzgeber noch viel radikaler handeln. Insofern sollte man schon ernsthaft darüber nachdenken, ob nicht dieses Arzneimittel einen anderen Platz und einen anderen Stellenwert haben sollte, als den es heute hat. Das heißt also, es ist nach wie vor zu überlegen, ob man hier von Seiten der Behörden eben eine Rezeptpflicht ins Auge fasst. In Erlangen an der Pharmakologischen Fakultät fordert auch Professor Kai Brune schon seit langem eine Rezeptpflicht für Paracetamol. Vor allem nach den jüngsten Erkenntnissen. Welche Folgen hat Paracetamol für ungeborene Kinder? Eine Studie aus Dänemark hat 6 Jahre lang über 60.000 Mütter und ihre Kinder untersucht. Das Ergebnis? Wenn Mütter in der Schwangerschaft regelmäßig Paracetamol genommen hatten, stieg das Krankheitsrisiko ihrer Kinder an. Diese Kinder haben vier Eigenschaften. Einerseits entwickeln sie sich körperlich langsamer. Zweitens, sie entwickeln sich psychisch-sozial langsamer. Drittens, sie weisen vermehrt dieses ADHS, dieses Sappel-Philipp-Phänomen auf. Und letztens und schon längst bekannt ist, dass diese Substanzen das spätere Auftreten von Asthma und Heuschnupfen verstärken können oder erhöhen können, die Wahrscheinlichkeit. Die dänische Studie sagt also aus, dass es bei Paracetamol nicht nur um die Gefahr der Überdosierung und des Leberversagens geht. Allerdings reichte das der deutschen Zulassungsbehörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, nicht aus, um eine Rezeptpflicht zu befürworten. Es müssten noch mehr Studien gemacht werden. Doch wer soll das bezahlen? In Duisburg kämpft ein Mediziner schon seit vielen Jahren gegen die Einseitigkeit in der Qualitätsbestimmung von Medikamenten. Professor Peter Sawicki. Denn Studien über Medikamente sind teuer und werden in der Regel von der Pharmaindustrie selbst beauftragt und bezahlt. Diese Informationen wiederum sind die Basis für Zulassung, Rezeptpflicht oder freie Verkäuflichkeit. Durch die pharmazeutische Industrie gemachte Studien haben eine Verzerrung, weil natürlich diejenigen, die das bezahlen und durchführen, ein besonderes Ziel verfolgen, nämlich die Zulassung bzw. eine positive Überprüfung eines Medikamentes. Es wäre durchaus möglich, dass zum Beispiel bei einem neuen Medikament die zulassenden Behörden, also in Deutschland das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, eine Firma oder eine Universität mit der Durchführung einer solchen Studie beauftragt. Und dieser Firma oder dieses wissenschaftliche Institut berichtet dann an das Zulassungsgremium, an die Zulassungsbehörde und nicht an die Pharmafirma, die sagen könnte, ja, wenn du so kritisch mit unserem Präparat umgehst, dann beauftragen wir dich nicht mehr. Peter Sawicki spricht auch aus eigener Erfahrung. Er war von 2004 bis 2010 Chef des Instituts für Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, kurz IQWiG. Das Kölner Institut bewertete unter seiner Leitung kritisch Neuzulassungen von Medikamenten.
Savitzky legte sich mit der gesamten Pharmabranche an und machte sich dabei viele Feinde. 2009 tagte die Konferenz der Wirtschaftsminister in Potsdam und formulierte in ihrem Beschluss zunächst die Bedeutung der Pharma- und Biotechnologiebranche für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland. Und weil die Pharmaindustrie so wichtig ist, gefiel den Wirtschaftsministern nicht, dass das Vorgehen des IQWiG zu erheblicher Verunsicherung in der pharmazeutischen Industrie geführt hat. 2010 wird Peter Savitzkys Vertrag nicht verlängert, obwohl er großes Renommee genießt. Viele vermuten, dass die Pharma-Lobby ihre Hände mit im Spiel hatte. Savitzky arbeitet wieder als Internist. Seine Forderungen haben sich nicht verändert. Das ist nur Politik. Und die Politik lässt sich von den Lobbyisten beeinflussen. Ja, aber im Grunde wählen wir ja ein Parlament und dieses Parlament könnte Gesetze erlassen. Und diese Gesetze könnte zum Beispiel lauten, dass pharmazeutische Studien vor der Zulassung und danach durchaus von dem Hersteller bezahlt werden, aber dass die Beauftragung von den Zulassungsbehörden oder einer anderen unabhängigen Stelle durchgeführt wird. Das Problem ist, dass man es wollen muss. Der Gesetzgeber muss das wollen und das will er jetzt anscheinend nicht. Zum Beispiel auch die Sache mit den kleineren Tablettenpackungen. Nicht nur für Paracetamol, sondern auch für Aspirin, Ibuprofen oder Diclofenac, also die anderen frei verkäuflichen Schmerzmittel. Schon 2012 forderte ein Ausschuss des BfArM die Begrenzung auf 4 Tagesrationen für alle rezeptfreien Wirkstoffe. Die Kunden sollen den sorgfältigeren Umgang mit Schmerzmitteln lernen. Wir fragen im Bundesgesundheitsministerium nach. Wann kommen sie, die kleineren Packungen? In der Antwort heißt es, die Studienergebnisse werden zurzeit ausgewertet. Zurück in Erfurt, bei Waltraud Eike, die sich 3-mal die Woche im Dialysezentrum ihr Blut reinigen lassen muss, weil ihre Nieren durch jahrelange Schmerzmitteleinnahme kaputt sind. Auch sie plädiert für eine stärkere Kontrolle. Das dürfte eigentlich nicht sein, noch mal ein Dafürhalten, dass man diese so frei kaufen kann. Also man müsste viel überlegter mit den Schmerzmitteln umgehen von Seiten der Pharmazie, dass man eben darauf Einfluss nimmt, dass die Patienten wirklich nur nach gründlicher Überprüfung mit solchen Medikamenten versorgt werden.